So, die Tatsache, dass ich diese Ripper noch nicht getötet habe, ist aber schon mal ein gutes Zeichen, dass ich mich hier vielleicht doch nicht so sehr lang bewegt habe, was wiederum heißen könnte, wir sind auf unerforschtem Gebiet und begeben uns damit in Richtung... Wo sind die denn, Mensch? Und begeben uns damit in Richtung Angrab. Hier kommen wir auf jeden Fall hoch, wie es aussieht. Oh yeah! Bitte lasst es ein guter Weg sein. Wo bist du? Orki? Ich speichere mal. Bevor hier noch 70.000 ankommen. Orki, wo bist du? Bist du auf dem Hügelchen? Kann ich dich da platt machen? Wieso führt hier eine Leiter lang? Ich glaube, es ist die Leiter, auf der ich... die Brücke. Ich glaube, es ist die Brücke, auf der ich vorhin unbedingt sein wollte. Na, jetzt bin ich zumindest in der Nähe davon. Okay, die kämpfen schon gegen irgendwas anderes. Also sind sie nicht wegen mir so aufgebracht. Ich muss immer mal da runterschauen, ob die nicht vielleicht da sind. Aber ich glaube, hier ist es ja. Das sieht doch nach einem Lager aus. Hallo? Yeah, und es ist ein Steinkreis, wie ich es mir dachte. Ein Dämon! Alter, was gibt's denn hier Lustiges? Das muss ich mir mal näher anschauen. Und ein Ogre auch noch. Na, da sind wir ja in der Spitzengesellschaft. Kümmere dich mal um den Dämon, mein kleiner Schamanenfreund. So, ich trinke mal kurz was. Und dann wird es, glaube ich, Zeit mal zu speichern. Denn das könnte ein heißer Tanz werden. Auch abgesehen davon, dass es hier im wirklichen Leben gerade heiß ist. Denn das sieht ja alles... Da liegt ein Ankrieger rum auf dem Altar. Was ist das denn? Das sieht alles verdammt danach aus, als ob hier das Angrab in der Nähe sein muss, finde ich. Oh, hi. Wie geht's? Schamane, könnten wir kurz einen Waffenstillstand arrangieren? Wäre das möglich? Nicht? Ja, dann musst du damit leben, dass du erstmal dran bist. Der hat sogar einen Namen. Den hat er erst nachträglich gekriegt, oder? Eigentlich hat hier niemand einen Namen gehabt, wenn ich mich recht entsinne. So, Ur-Arash ist beseitigt. Der Ur-Arsch. Gut. Und dann kümmern wir uns erstmal hier um die Orksen. Ist vielleicht... besser als wenn ich jetzt hier den Dämon mir vornehme und die Orks noch im Rücken habe. Na komm schon, jetzt mach doch mal. Du hast gerade durch den durchgeschlagen? Ach, fick dich doch, sorry. Aber es ist doch bescheuert. Das ist doch echt blöd. Ehrlich mal, ich komm hin. Kümmere mich um diesen dummen Dämon und der Schamane hat nichts Besseres zu tun, dieser Vollspaten, als auf mich loszugehen. Das ist echt ein Urarsch. Sowas von uriger Arsch ist das. Mann. Kannst du keinem erzählen. Solche asozialen Arschgesichter. Ich kämpfe ja noch nicht mal gegen ihn. Ich will ja nur den Dämon mitbesiegen. Ich will ja nur helfen. Was macht er? Greift mich an. Arsch. Hat sich gerade der Ladebalken wieder geleert? Alles komisch hier. Na gut, wollen wir mal schauen, ob wir es im zweiten Versuch vielleicht hinkriegen. Gut, dass man speichern kann. Im wirklichen Leben wäre das jetzt eine bittere Lektion gewesen. Wenn man da tot am Boden gelegen hätte. Da hätte man dann aber auch nicht so viel draus gelernt. Für das Leben danach. Weil es kein Leben danach gibt. So, erstmal den. Und jetzt suche ich mir erst... Ach, komm schon. Lass mich in Ruhe. Den Oger lasse ich mal den anderen. Ich hasse es, gegen Oger zu kämpfen. Schon wieder was ich nicht leiden kann. So, ja, wenn ihr alle beschäftigt seid... Och, nö. Nö, ich hasse das. Nein! Kämpft gegen andere, blöder Dämon. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, du Dämon. Boah. Der hat eine übelste Spannweite mit seinem Schwert. Wo ist denn der Schamane?
Ach, da wo es brennt, okay. So, jetzt bist du erstmal dran, Kumpel. Und danach laufe ich erstmal weg, glaube ich. So. Lauf so schnell du kannst, Minion. Gut, den können wir noch mitnehmen. Ja, gut. Trink. Ach komm schon. Jetzt ist aber mal gut. Den Trank hast du ja nur schon fünfmal hintergekippt gehabt gerade. So, geht doch. Speichern. Ach, ist das mühselig hier. Haben wir neben dem Dämon noch irgendjemand anderen bei unserem Hintern kleben? Nein, sehr gut. Dann ist jetzt der Dämon dran. Hat er auch... Ach ja, der hat auch einen Namen. Was ist denn hier los? Backarasch. Der Backarsch. Das sind also ewige Konkurrenten, die sogar denselben Namen tragen, oder wie? So, hat sich das? Nicht abstürzen, erst noch schnell ausnehmen. Ey, das ist gemein an der Klippe hier. So, da haben wir es da voll gediegen gelöst jetzt. Geh mal kurz. Süß. Der ruht sich also schon aus, das ist schön. Wo bist du denn? Ja komm, lass mal die Armbrust stecken hier. Das ist doch unschön. So, den noch und dann ist es endlich erledigt hier. Oder? Nicht, dass jetzt noch einer angeschissen kommt von irgendwo. Gut. Hätten wir das. Haben wir mal wieder einen Dämon platt gemacht. Das ist ja so ein Hobby von mir, so nebenbei. Andere sammeln Briefmarken, ich mache nebenbei immer mal so gerne einen Dämon platt, wenn sich's gerade anbietet. Und ich nehme tote Orks gerne aus. Das ist auch dann noch ein anderes Hobby von mir. Wenn ich mich irgendwo so zum Dating, in einem Datingportal anmelde. Und was machst du so, wenn du Freizeit hast? Ich nehme tote Orks aus. Und sonst so? Ich töte Erzdämonen. Gut. Den noch. Und dann müssen wir mal den Schamanen suchen. Ich weiß gar nicht. Gut. Er ruht sich noch ein bisschen an der Wand aus. Hat er denn irgendwas für uns? Nein. Eine leere Flasche. Super. So, schauen wir mal, ob hier die Leiche von dem Kleinen irgendwas hat. Es könnte ja einer der Krieger sein, die... Ja, genau. Die mit einem Ahnenstein losgeschickt wurden. Und das ist der Ahnenstein von Berek. Dann müssen wir jetzt nur noch das Ahnengrab finden. Das sollte ja dann hoffentlich in Sichtweite sein oder in Katzensprungweite, wie auch immer. Schauen wir mal. Da drüben vielleicht irgendwo? Ach Mensch, ich will jetzt nicht hier... Ach. Komm, hüpf runter. Knirsch... Laden. Das war genau die richtige Stelle, um runter zu hüpfen. Auf jeden Fall. Ach, ich hasse Nordmar so sehr. Überall gibt es monströse Eisspalten, in die man sich stürzen kann, wenn man nicht aufpasst. Schrecklich. Ach Mann. Das kannst du keinem erzählen. In Varant gibt es sowas nicht, da wäre die Lücke schon längst mit Sand zugeschüttet gewesen. Viel schöner, viel angenehmer. Aber nein, wir müssen ja in Nordmar rumkriechen. Warum können die Angräber nicht in Varant sein? Warum ist Akasha eigentlich aus Varant fortgegangen? Ich meine, scheiß doch auf die Flut, kannst du wenigstens schnorcheln gehen. Aber nach Nordmar? Ehrlich mal, Junge. Bei den piepen sie wohl. Wer macht denn sowas? Ja. Und die Nachfahren müssen sie jetzt ausbaden, indem sie hier oben leben müssen. Die armen Schweine. Aber die wollen es ja mittlerweile nicht mehr anders, die Sturköppe. Man sieht es aber auch gar nicht, dass es hier so, dass hier die Spalte kommt, ne? Das ist total gemein. Kann ich hier? Nein, hier kann ich auch nicht. Ich höre auf damit, nach Stellen zu suchen, an denen ich springen kann. Ich gehe einfach über diese Landbrücke. Und ich habe soeben die Höhle gefunden. Ist doch wunderschön. Hat sich also das mit der Suche auch geklärt? Gut. Jetzt will ich nur mal kurz einen Kartenabgleich machen. Ja, wir sind wieder ein Stück entfernt von der Karte. Das ist total gemein. Könnt ihr keine ordentlichen Karten zeichnen hier oben, ihr Nordmar-Backen? Ja. Nee, es ist doch nicht zu fassen. So. Mal wieder so zur Entspannung ein paar Untote schnetzeln.
Du sollst nicht die Wände einschlagen, du sollst die Skelette einschlagen. Ja, danke, darfst dann auch kämpfen. Oh Gott, das sind viele! Lauf! Könnt ihr vielleicht so teilweise wieder zurückgehen? Ja, danke. Sehr schön. So, jetzt nehmen wir uns erstmal die vier vor. Auch wenn da hinten noch jemand mit dem Bogen ist, aber der scheint auch gerade abgelassen zu haben von uns. So geht das. Wir können die doch ganz einfach separieren, auch wenn die als große geschlossene Meute ankommen, als große Rotte hier auf einmal. Wir schaffen das schon. Da muss man sich die KI eben auch mal zunutze machen, dass sie dann irgendwann einfach gehen wieder. Ist ja nicht in jedem Spiel so. Es gibt ja Spiele, in denen wird man ja bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag von seinen Gegnern verfolgt. Ich weiß gar nicht, wo das letztens war. Ach, ich glaube, als ich Herr der Ringe online gespielt habe und in irgendeiner Instanz drin war, da dachte ich mir, ja, flüchtest du mal vor den Gegnern, wenn es zu viele wären. Pustekuchen. Da hatte ich dann auf einmal 20 Gegner angekleben und keiner wollte irgendwann aufhören, von mir zu lassen. Da hatte ich dann irgendwann die Arschkarte gezogen. Sagen wir es mal so, wie es ist. Denn wenn du da 20 Gegner angekleben hast, wo du dann vielleicht 3 auf einmal bekämpfen könntest, da hast du dann keine Chancen mehr. So. Kurz gespeichert und dann geht's auch schon weiter. Ich hoffe mal, das ist jetzt kein... Nein, das ist kein großes Ahnengrab, okay. Möchte ja auch sein, wir haben ja schon den Ahnenstein, es ist ja nicht so wie in Snorres Grab, wo wir jetzt noch im Grab den Stein finden mussten. So. Mal wieder ein Stück weichen, damit wieder ein Teil ablässt von uns. Wenn diese Bogenschützen nicht wären, dann würde das alles gehen. Aber mit denen ist es schon ziemlich nervig. Ja, der restliche Teil kann wieder reinspazieren, das ist gut. So, dann nehmen wir uns erstmal den als nächstes. Wobei, da ist es so nah an der Klippe, das ist nicht schön. Das gefällt mir nicht. Das sieht nicht gemütlich aus. So. So. Und du noch, mein Freund. Komm schon. Gut. Sehr gut. Weiter geht's. Möchte die nächste Gruppe kommen? Ihr habt doch bestimmt Nummern gezogen, wer hier wann kommen darf, oder? Der nächste, bitte. Ach, so viele Bogenspastiker. Das ist doch nervig. Geh einfach mal hier rüber, dann müssen sie erstmal kommen. Ach, du Arsch. Alles musste mir verderben. So, das gefällt mir jetzt gerade nicht, denn jetzt werde ich ja penetriert hier von hinten. Das ist uncool. Ist ja gut. So, komm schon. Ja, du darfst auch einfach mal schlagen, sodass du vorwärts gehst, Mann. Ah, fick dich. Da könntest du echt Zustände kriegen hier. Da muss ich mal echt aus der Haut fahren, ja. Das kannst du keinem anbieten, die Scheiße. So, Trank rein. Einer reicht. Einer muss reichen. Und jetzt bist du tot. Jetzt bist du dran. Gut, und jetzt seid ihr Arschgesichter dran. Lass den Scheißbogen stecken, du Arschkrampe. So, Nahkampf, klappt's nicht so. Da muss ich halt mal die große Distanz überbrücken und direkt zu euch hinkommen. Ja, natürlich, ist klar. Haha, hast du dir so gedacht, wa? Komm schon. Gibt's noch mehr Bogentypen? Sieht nicht so aus, was? Ich höre zumindest keinen Sehnenknarzen mehr. Das ist schon mal positiv. Oh, das ist wieder ein großer. Das ist wieder einer mit Doppelaxt. Mit Doppelaxt, genau. Das ist uncool. Ne, nicht Doppelaxt, mit einer Zweihandaxt, mit einer zweischneidigen. Wobei Doppelaxt heißt doch, dass es eine doppelte Klinge hat, oder? Oh, ich geh mal. So, mal wieder ein Trank. So für zwischendurch. Energy Drink. Sehr gut. Du wirst mich nicht schlagen. Und auch du wirst mich nicht schlagen. Und du so? So, da haben wir ja gleich schon wieder bloß noch den Berek. So, mein Freund. Komm schon, zeig, was du kannst. Zeig, was du kannst. Das ging es. Leere. Oder auch nicht.
Ja, wenn er einmal zugeschlagen hat, kann er auch einen Rückschwung machen. Das können manche Leute. Das soll es geben. Da sollte man dran denken. Und Berg steckt auch einiges weg. Der hat gute Nehmerqualitäten. Oh, ich sehe gerade schon wieder, nervigerweise geht die Höhle noch weiter. Wehe, ihr habt jetzt nochmal so eine Riesengruppe. Mhm. Dankeschön. Ihr seid ja sowas von unsozial. So, kommt her. Ich krieg euch schon alle. Schade, dass es hier noch keine Achievements gibt. Ich hätte gern so einen Erfolg für 1000 Skelette getötet oder so. Da sollte ich ja dann irgendwann mal rankommen, wenn ich hier die ganzen Gräber platt gemacht habe. Ja. Hat einen guten Moment abgepasst, um zurückzuschlagen. Muss ich ihm lassen. Also die KI ist so vom Timing her nicht schlecht manchmal. Das haben sie schon nicht schlecht gemacht in den Patches. Aber ist halt auch aus den Patches gekommen. Das ist dann in Ruhe nachgearbeitet worden. Aber warum nicht? Hauptsache es ist mal gekommen, ne? Soll ja Leute geben, denen das dann immer noch zu einfach ist. So, erstmal wieder hier die Nahkämpfer. Oh, das sind 5 auf einmal. Das ist ganz schön, ne? Und der hier, ist der auch ein Bogentyp? Der hat ja weder Schild noch Bogen eigentlich dabei. So, einmal durch die Masse. Also welche Masse? Durch die gebrechliche Knochenmasse. So. Oh, das ist vielleicht auch nicht so gut. Ich wollte ja nur den Bogenschützen weg haben. Genau den. Oh, geh, lauf. Hat da gerade einer mit Magie nach mir geworfen? Steck die scheiß Magie weg! So. Das fand ich ja so spitze in Gothic 1 war das, glaube ich. Da habe ich im neuen Lager gestanden und Magie rausgepackt und da sagt Kronos zu mir, steck die Magie weg. Was ist das denn für ein Spruch? Steck die Magie weg. Und das von einem Magier, ne? Ich meine, von irgendeinem unterbelichteten Banditen würde man das ja erwarten, aber von Kronos? Gut, Kronos ist auch nicht so mein Liebling. Habt ihr vielleicht schon mitgekriegt, wenn ihr das Let's Play aufmerksam verfolgt habt? Kronos war nicht mein Liebling, sagen wir es mal so. Er ist ja nicht mehr. So, erstmal hier die ganzen Bogenschützen zum Nahkampf bewegen. So, noch den einen hier. Ach, den haben wir jetzt auch schon. Dafür hat ein anderer wieder seinen Bogen ausgepackt. Wunderbar. Ich liebe es ja so sehr. Wenn die Bogenschützen wechseln, dann geht das schon ein ganzes Stück angenehmer hier. Na, lässt du mich wohl mal. Mit dir spiele ich später. Wo ist denn der Bogenschütze? Ja, ich habe es gerade gesehen. Daneben. So, wir müssen erstmal die ausradieren. Dieses Pack. So, dann können wir einfach mal fröhlich in die Masse reinschnetzeln. Ach, da hat keiner mit einer Magie hier rumgeschleudert, sondern das waren Glühwürmchen oder sowas offenbar. Irgend so ein effekthascherisches Mittel. Soll wahrscheinlich für Atmosphäre sorgen, ich weiß es nicht. Was? Immer noch einer mit dem Bogen? Das ist doch nicht dein Ernst. Wo kommt der denn jetzt schon wieder her? Das kannst du da keinem erzählen, dass der ja noch mit dabei war. What? Was ist denn jetzt passiert? Nein. Komm. Machst du mal bitte. Krieg ich bitte mal wieder ein Bild?